So, Neues aus der Werkstatt. Ja, neuestes Projekt Honda Lead NH50, Baujahr 1991. Ja, schon jede Menge dran gemacht. Motor, Vergaser, alles schon tippitoppi, Kurbelwelle, Zylinder 70 Kubik drauf. Hier ein Raku 17,5er Vergaser. Aber, ja, wie ist es immer? Vordergabel. Sehr weich, ich habe einen kleinen Bordstein bei mir, wenn ich drüber fahre, 5-6 cm, da schlagen die Federn schon durch. Ja, bei den Federn vorne am Federbein ist natürlich eine echte Herausforderung. 30 Jahre alte Dämpfer, also da ist jetzt nichts mehr mit Dämpfen, ja, die gehen rein und raus, wie sie wollen. Aber Schock absorbieren tun die nicht mehr. Ja, Internet durchforstet, zu kriegen ist natürlich da gar nichts mehr. Also diese Bauform ist sehr schmal. Aber ich habe mir jetzt einen Vergleichstypen rausgesucht, der ungefähr passen könnte, und zwar von der Schwalbe. KR51 ist baugleich oder bauähnlich, 28 mm Durchmesser. Passen auch hier wunderbar in diese Holme rein, da wo sie rein sollen. Aber das Problem ist, das Auge hier vorne hat nur 8 mm Original. Ist 10 mm. Ja, ich werde jetzt probieren, den Schockabsorber, den Stoßdämpfer erstmal von der Führungsschiene hier zu befreien, von den Rohr. Jetzt werde ich mal mit dem Dremel aufschneiden, um zu gucken, ob hier eine Mutter drunter sitzt, um das Auge oben auszutauschen. Ich hoffe, das passt dann. Ja, das ging ja überraschend einfach. Ist wirklich nur ein sehr dünnes Material mit einem Dremel, einmal rumgeschnitten, die Hülse abgezogen. Ja, jetzt haben wir hier den Dämpfer vor uns liegen. Allerdings kann ich hier oben noch nicht erkennen, ob es da tatsächlich was zum Gegenhalten und Schrauben gibt. Ja, würde ich jetzt mal einen Federspanner ansetzen und gucken, ob sich da was tut. Ist er leiser. So, nicht nachmachen, ne? Das ist gefährlich, wenn man sowas einspannt. Nein, das ist natürlich nicht, das ist vernünftig gesichert. Und dann kann man das auch machen. Ja, leider ist es so, dass hier vorne, ich hoffe, man kann es sehen, dass keine Schraube, Mutter gegengekontert ist, um den Kopf zu lösen, das Auge zu lösen. Vielmehr ist es so, dass hier zwei Bohrungen sind und dann bei der, ja, ich denke mal bei der Herstellung hier einfach nur eine Stanze, die die Zylinderstange einfach nur breit gedrückt hat. Und so ist dieser Kopf jetzt hier verriegelt. Man kann hier drehen, was man will, man kriegt es nicht ab. Ich werde jetzt probieren, 4 mm Bohrer, die beiden Löcher aufzubohren und zu gucken, ob ich den Kopf dann rauskriege. Ja, ist spannend, ne? Ja, der Kopf ist ab. Das war ja erwartend einfach. Ganz dünnes Aluminium. Einmal kurz angesägt. Und schon ist das Auge runter. Ja, kein Gewinde dran. Dann werden wir da jetzt mal eins anbauen. Tja, der totale Beschiss. Nun dachte ich jetzt hier, dass das wunderbar alles dämpfen wird, nachdem ich sie frei habe. Gar nichts. Die dämpfen überhaupt nicht. Nagelneu. Der totale Beschiss. Ja, Freunde, da kann man ja nur sagen, das wird ja mal gar nichts. Nagelneue Dämpfer. Ja. Gekauft Amazon Schwalbe K51. So sehen die aus. Wunderbar, 38,90 €. Ja, können anderen suchen, die sie bescheißen. Der Dämpfer ist eine Luftnummer. Ist nichts drin. Kein Öl, kein gar nichts. Das gibt's ja nicht. Tja, damit ist das jetzt erstmal hier soweit anzuhalten. Unglaublich. Ja, Abschluss. Ich habe das jetzt mal einfach mal aufgeflext, weil ich mal gucken wollte, wie dieser wunderbare Öldruckstempfer funktioniert. Gar kein Öl drin. Ja, ist auch nie vorgesehen, dass da Öl irgendwie drauf gekommen ist. Ja, es ist nicht mal ansatzweise so aufgebaut wie ein Öldruckdämpfer mit Reihenrohr oder Monorohr oder mit zwei Kammern. Das ist gar nicht da. Ich leuchte mal hier rein. Ich hoffe, das können wir so machen. Ja, ja, so viel zum Projekt Umbauen Stoßdämpfer Schwalbe K51 auf Honda Lead. Ja, das gibt natürlich eine richtig gute Bewertung bei Amazon.
Ja, wer findet es auch raus? Normal baut man die Dämpfer so ein und stellt dann nur fest, dass man einfach nur eine olle Stahlfeder gekauft hat. Ja, das ist nämlich diese hier. Ja, das ist die einfache Dämpfung, die man hat. Denn mehr ist nicht da. Öl ist nicht da. Ja, soweit davon.